Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Opening. Heute haben wir das ganze Display von Battles of Legend Chapter 1 am Start. Das ist ein riesiges Produkt und generell sind da auch viele Karten drin. Eigentlich eine Zusammenfassung ja, der besten Karten aus den Sets, ne? Also auch Battles of Legend Armageddon oder eben Heroes Revenge. Und ja, hier sind 8 Boxen drin jeweils und in jeder Box ist eine Secret Rare drin, 6 Ultra Rares, 30 Commons und eben einer von 6 Sammlerwürfeln. Und die sieht man auch hier. Ja, also hier sind 4 abgebildet und dann denken sie, hä, was? Da steht doch 6, also zumindest im offiziellen Konami-Post. Ja, 4 sind hier, das ist eben entweder Stratos, Sabadache, Albirei oder eben Big Eye. Aber es gibt noch eine echt interessante Sache und zwar gibt es hiervon auch ein Special Set. Und die haben auch nochmal einen Special Würfel und das ist eben das Ding hier. Das ist auch einfach rot gekennzeichnet. Das Produkt hier ist so grau-schwarz und da gibt es eben diesen Black Luster Soldier als Würfel drin. Also sehr interessante Taktik oder sehr interessante Strategie von Konami, dass es irgendwie so ein Special-Produkt gibt, was sich nicht viel davon unterscheidet, aber auch trotzdem ein bisschen. Und ja, überall sonst gibt es einfach diese Version. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt auch mal auf. Ja, los geht's. Das Ding ist auch einfach groß. Man kennt es eigentlich nur aus den Blistern. Die sind auch kleiner gewesen als das hier. Aber ja, hier ist eben einer von diesen 4 drin. Und ich frage mich halt wirklich, was der 6. Würfel ist. Also ob es überhaupt einen gibt, ob das ja doch nicht so ist, dass es 6 Würfel gibt, sondern vielleicht doch nur 5. Sehen wir dann, vielleicht gibt es ja echt so einen Secret, super seltenen Würfel, der jetzt hier nicht drauf ist. Ja. Aber das wäre auch eine coole Sache einfach, ne? So ein goldener Würfel vielleicht oder sowas. Müssen wir halt echt rausfinden, ob das so ein Ding ist. Okay, krass. Mega cool. Das hier ist einfach der Gamecial in Secret Rare. Nice. Und wir haben hier schon mal den ersten Würfel, das ist der Almirai. Mal schauen, okay. Und eben 2 ziemlich dicke Booster-Packs. Okay, let's go. Die Riesen-Packs. Und ja, die Ultra-Rares, die sind ja wieder mal in so verschiedenen Farben tatsächlich. Also, wir haben Visionsheld Trinity, Überfahrraptor Wudakauts, Increase, Vion, also ganz viele Visionshelden, dann Neo Galaxy als Photondrache, cool. Noch mehr Visionshelden, TG Zahnrad Zombie ist auch dabei. Wow, und da haben wir schon einen Stratos im alternativen Artwork in Ultra Rare. Oh, krass, okay. Cyberdrache in irgendwie Rare, aber auch Super Rare. Also so ein, ja, das ist eine Rare-Schrift, ne, silberner Schriftzug, aber als Super Rare. Eben auch im alternativen Artwork, sieht ja mal mega geil aus. Wow, okay, krass. Auch Jubel dann mit dem silbernen Schriftzug. Also es ist eine Ultra Rare, aber es ist eigentlich, ja, voll, also total cool, habe ich noch nie gesehen. Aber cool, einfach Jubel ist auch drin. Passt ja auch irgendwie zum neuen Set, das es draußen ist. Weiße Aura, Bihamut, kein Mayu, okay. Der Schildritter ist drin. Krass, Nummer 75 ist auch dabei. Der aufrichtige Neos und Saber Eltanin. Sowie vorbereitende Riten und eine chronomale Tuspe-Rakete. Krass. Also ich muss sagen, das sind Karten, die ich irgendwie gar nicht erwartet habe. Und ich wusste auch gar nicht mehr, dass die in den Battles of Legends Sets drin sind. Aber die sind ja auch schon echt lange her teilweise, ne? Also, da müssen wir nachgucken. Wow, Nova Master, willkommen. Lumina, weißer Aura-Delfin, Schicksal Dangerous, TG Bohrfisch, Schicksalsheld Dreamer. Also sind eben nicht nur Battles of Legend Karten, so wie es aussieht, also würde ich jetzt mal sehen, sondern eben auch andere Sets drin. Weiße Moräne, Galaxie soll dann kommen, auch mega geil. Dann hier nochmal ein Zauberdrache in der normalen Ultra Rare. Oh wow, dann der Stratos wieder mal, aber eben mit der silbernen Schrift. Also es ist halt nicht mehr diese bunte Schrift, sondern es ist wirklich eine silberne Schrift mit ja, glänzendem Artwork, also total interessant. Wunderriss. Ich weiß gar nicht, also kann man das noch Ultra nennen? Ich bin total verwirrt. Das ist eine Rare, eine Mischung aus Super Rare, Rare und Ultra Rare. Krass. Fossilkrieger, Shadowknochen, Gerümpel, Dübel, Zeitstrom, Psy-Hüllentreiber. Wow, okay. Dragonische Darstellung, geil. Und Kanonchef, Kanonoid und Nebelklinge, der Phantomritzer. Wow. Also sind echt ziemlich spielstarke Karten dabei. Krass. Okay. Weiter geht's. Krass. Und wir haben jetzt hier Finsterwaffe Drache der Zerstörung. Wow. So, der war auch in Battles of Legend Armageddon drin.
da eben zum einzigen Mal geprintet. Also jetzt der Reprint. Krass. Und wir haben Big Eye als Würfel. Nice. Also ich finde generell so super dicke Booster auch einfach cool, weil man so viel Karten einfach hat. Und die sind ja auch alle einfach nice. Nochmal im Visionshelden. Celestia ist dabei. Vion. Kaito-Schlammer ist dabei. Krass. Überfallraptor. Noch Lumina. Die Anbetung. Visionsfreisetzung. Und einfach natürlich Malicious als Ultra-Rare. Ja, den gibt es jetzt auch häufiger schon als Ultra-Rare, ne? Und dann die Nummer 77, die 7 Sünden. Als, ja, Rare Ultra-Rare. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll. Und, oh mein Gott, übelster Exitonritter einfach als Reprint hier in dieser neuen Rarität. Wow. Okay. Also ich habe ihn tatsächlich persönlich nur in Secret Rare gesehen, aber den gab es tatsächlich schon als Ultra Rare in Light's Revenge. Und das war 2017. Also einfach 7 Jahre her, seit dem letzten Reprint. Und jetzt gibt es den in dieser Rare Ultra Rare. Sehr, sehr hübsch, finde ich. Dann Doppelhelix, Common. Bonus Draconis, Zeitstrom, Gaia, auch lange nicht mehr gesehen, Verhüter Soldat und noch eine Vorbereitung der Riten sowie Altergeist. Krass, also das ist auch einfach drin. So viel interessant, also ich habe wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm, was hier alles so drin ist und generell wirkt das einfach wie ein riesiges Set. Also wirklich unfassbar viele Karten, wobei wir doch trotzdem irgendwie sehr häufig gerade dieselben Karten ziehen. Dämmerungsniederkragen, Tegi Metesgeld. Weiß auch Delfin. Harpien sind auch dabei. Also echt so viel Themendecks. Krass. Wasser des Lebens. Und nochmal eine Jubel in Ultra Rare. So wie ein Urteilsdrache. Das sind so ikonische Karten hier. Unfassbar. Und ich finde, die sehen auch richtig hübsch aus. Also, das ist wirklich eine Rarität. Die finde ich wirklich, wirklich, wirklich nice. Es ist super simpel, aber es gab's halt noch nie, ne? Rare-Schrift als Ultra Rare. Und noch ein Cyberdrachen in dieser Rarität. Cool. Also, cool, cool, cool. So, Elektro-Raupe, die kennen wir auch schon. Esquidao ist auch drin. Hupe sind das Ziehen und Blitzangriffsdrache. Krass. Ups. Ja, der Blitzangriffsdrache, der ist ja auch, den gab es nur einmal als Print in Relentless Revenge. So. Oh, und wir haben, halt absoluter Nullpunkt. Absolute Zero als Secret Rare. Finde ich auch eine super ikonische Karte. Bin ich irgendwie auch mit groß geworden. Also sehr, sehr cool. Das Set ist scheinbar einfach generell schon ein Nostalgie-Set, würde ich sagen. Nostalgie-Set mit echt coolen Reprints, die auch einfach notwendig waren. Ne? Also auch eben hier, der Blitzangriffsdrache, die kommen jetzt. Ja, 2018. Ist auch echt lang her, dass es den mal so gab. Okay. Hochgeschwindigkeits-Roid, Gummibandschütze, goldene Mondmünze. Einfach Pankratops als Reprint, warum nicht? Wir sind halt Poisoner, Überraptor, Satellitenkanon, Falke, nochmal der Zombie, Garrot und einfach Himmelsjägermanöver, oh mein Gott, Nachbrennen in Ultra Rare. Auch echt, echt ein cooler Reprint. Natürlich eben aus Heroes Revenge, jetzt in Ultra Rare. Und extra Held Wonder Driver, das ist doch die Karte, die in Legendary Hero Decks drin war. Also eben auch nicht Battles of Legend, sondern Legendary Hero Decks. Auch einfach damit das Set, ja, mehr Helden hat. Richtig coole Sache. Auch eben in dieser Ultra-Rare-Rarität. Und Galaxy-Augen-Photon-Herr. Das ist auch einer der coolsten Reprints. Der hat es auch so notwendig gehabt, mal wieder einen Print zu bekommen. Nummer 90. Krass, krass, krass. Sehr, sehr, sehr cool. Dann, genau, die kennt. Oh mein Gott, habe ich auch noch nicht mehr gesehen. Schwarzer Wirbelwind ist auch hier drin. Also wirklich, das ist ein Riesenset. Kriegst das Morgengrauen. Utopia der Blitz ist ja auch drin. Okay. Krass, krass, krass. Die hier auch eben auch nochmal ein extra Held. Der Cross Crusader. Ich würde sagen, zum Öffnen ist das mega nice. Oh wow, cool. Haben wir auch noch das große Auge in Secret Rare. Sehr, sehr nice. Auch eine super ikonische Karte für mich. Und ein Cyberdrachenwürfel. Sehr hübsch, so ein lila. Jetzt haben wir schon alle Würfel, also alle von denen wir wissen. 4 Stück. So. Achso,
Achso, und ich war zu voreilig und habe das andere Booster voll vergessen. Natürlich mache ich das auch mal direkt auf. Eigentlich kann man auch einfach erstmal alle Boxen aufmachen und dann ist es, glaube ich, leichter. Aber egal, habe ich jetzt verspielt. Noch mehr Bisonshelden. Krass. Oh, wow, Einbildung unter Welt Lazy Rebuild. Das ist ja mega cool. Dann tue ich das mal auf der Seite. Minimum Ray, lebendes Fossil. Boden einer anderen Dimension, auch eine richtig starke Karte. Und jetzt haben wir auch ein Playset von Jubel, warum nicht? Und der Malicious in der Rarität. Und ja, krass, das geht also auch. Nochmal Jubel in der anderen Rarität. Spannend. Okay. Schmerzsucher, ein Held lebt, ist auch dabei. Super stark. Ich meine, auch die ist auch. Cybernotfall. Wow. Wow. Ich frage mich aber wirklich, wie viele verschiedene Karten da drin sind gerade. Es müssen auf jeden Fall irgendwie mehr als irgendwie 100, 150 sein, auf jeden Fall. Mindestens. Irgendwie doppelt so viel. Wunderkontakt, wie sonst halt Poisoner. So, die haben wir auch schon gesehen. Wow. Felis ist auch dabei. Überdauer. Und wow. Weiser mit den blauen Augen als Ultra Rare Print. Stark. Also eben auch Blue Eyes Support. Nochmal ein Stratos. Und noch ein Zauberdrache, aber eben in dem klassischen Artwork. Dann noch Schicksalshelden, Strand von Kyoto, der Flügelmann, okay. Eben Chronomaly. Union Hunger als Reprint, also eben eine Structure Deck Karte. Wow, okay. Chaos Neos, auch cool. Und dunkle Zauberreanimation. Unfassbar. Was sind das alles für coole Karten hier? Wahnsinn. Also, das ist echt ein Set, was Spaß macht, aufzumachen. So. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, das zu finden, was man unbedingt braucht. Aber hier ist ja mal so viel Coole, also wirklich viel drin. Harpien Dirigentin. Okay. Kai Slumber. Wolf. Die nochmal. Und krass. Eben noch weitere Kaijus. Radian einfach so teuer. Nochmal eine Zauberdrache. Und die Nummer 77. Nice. Noch ein Psyllentreffer. Gamma finde ich auch interessant. Also wenn der Psyllentreffer ist, muss ja Gamma auch drin sein. Doppelhelix, Sunrise, super stark. Und ein Cybernotfall. Die kennen wir aber auch schon. So. Wow, okay. Neos Weiser als Reprint. Wie lang ist das denn her? Und noch ein Zauberdrachenwürfel. So. Gar nicht so leicht hier die Booster auszukriegen. Okay, weiter geht's. Also wieder am Ende eine Menge Karten. Wow, Gaia-Drache, der Donnerangreifer als Reprint in Common. Wahnsinn. Okay, das ist mal echt eine gute Karte, die ich echt vor kurzer Zeit selber nochmal mir geholt habe in Super Rare. Also krass. Schallbetäubung, Lebkuchenhaus, Neos Knight, Dusktopia, der Bohrfisch, nochmal ein Zauberdach, also davon gibt es ja jetzt echt genug. Nochmal ein Weiser und nochmal ein Radian. Also von den ja, seltenen haben wir jetzt echt oft dieselben. Angriffsschwarz, aber die Commons, die sind ja mal unfassbar divers. Prisma ist auch dabei. Wow. Und eben jetzt auch Dinos. Okay. Wahnsinn. Mehr TG, Psyllinord Lambda, haben wir auch nicht gesehen. Noch ein paar Kratops, dann der Tachyon-Drache. Wahnsinn. Kreuzritter von Endymion, Wolf, Celestia, der Dreamer und nochmal die sieben Sünden. Noch ein Exiton-Ritter, auch nicht schlecht. Und Minerva. Wow. Die Promo-Karte von der YCS von ich weiß nicht wann, aber ist auch schon was her. Trotzdem, jetzt einfach als Reprint hier in Builds of Legend. Ja, die gab es auch bei Light's Revenge. Damals eben auch jetzt, genau, ja, 7 Jahre her als Reprint. Ja, super spielstarke Karte. Cool, dass die nochmal einen Reprint kriegt. Probeuntersuchungen. Another Neo ist auch drin. Cyber Larve auch noch nicht gesehen. Und die kennen wir schon. Dampfsynchron. Cool. Okay. Okay. So, ich mache die nächsten drei jetzt auch mal zusammen auf, dann spare ich mir das Öffnen. So, genau, das haben wir nochmal ein Big Eye, ein Stratoswürfel und ein Almirai, sowohl diese drei Promos hier unten nochmal
Also nichts Neues und auch kein Secret-Würfel, aber ich bin echt gespannt, ob es daraus einen YouTuber gibt, der sowas bekommen hat. Einen, der vielleicht super selten ist. Oder ob es wirklich ein Tippfehler war. So, Dangerous. Der Kairos Lumber. Erscheinung, nochmal ein Geirache. Das ist schon echt nice. Dann der Kaktus-Türsteher. Ich weiß gar nicht, wann der zuletzt aus Ruben kam, aber auch echt eine super starke Karte eigentlich. So, dem Fossil, noch ein Kaxisotat. Noch eine Minerva, jetzt in Ultra Rare, was schon echt sad ist, weil jetzt ist es wirklich der genaue Print von ja, der Promo damals bei der YCS. Und ehrlicher Notruf hier in der richtig coolen Ultra Rare-Rarität. Und die Original-Jubel. Richtig schick. Und eben, wow. Echt cool, dass ihr es reingemacht habt. Es passt wirklich gut gerade zu Phantom Nightmare. So, dann die Phantomritter, Schwarzflügel. So, eisernes Ziehen und noch ein Another Neos und ein verwitterter Soldat. So, ich glaube, die Comments sind jetzt einfach irgendwie sonst durch. Mal gucken. Ja, gut, es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar, die wir nicht gesehen haben. Aber gut, noch ein Exitonritter in Ultra Rare. Sehr, sehr cool. Radian und cool, Sicherheitsdrache ist auch dabei. Ha, Wahnsinn. Dieses Set ist ja wirklich da. So, Skrudao, Ganmayu. Die kennen wir schon. Mal gucken, also der Utopia ist halt wirklich so der Hauptpull, glaube ich, wenn man den wirklich haben möchte. Ich meine nicht, dass der 10.000 Drache drin ist. Das wäre ein bisschen seltsam. In die Leere ist auch dabei. Auch eine super starke Karte. Orgrut, der Unbarmherzige. Auch etwas schwer. Noch eine Jubel. Okay. Ja. Also, ja, cool. I guess, wir haben, ja, den Utopia gezogen. Krass. Und das ist halt nicht, es ist halt nicht diese Special-Rarität, sondern einfach wieder diese, ja, Ultra-Rare-Variante. Das bedeutet, eben diejenigen, die diese Utopia-Variante haben, aus dem Original Battles of Legend, die können sich jetzt auch freuen, weil das ist einfach noch, immer noch gut. Ja, aber cool. Also, trotzdem glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Ich weiß auch nicht, wie selten der jetzt wirklich ist, aber ja, würde ich mal sagen, ein guter Pull auf jeden Fall. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich wollte es. Fossilfusion auch cool. Aber ja. Ja, ich dachte, ich hab wirklich gedacht, so, das hat, man sieht das ein bisschen am Rand noch mehr. Aber nee, es ist wirklich einfach diese Rare, Ultra Rare Variante. Cool. Okay. Also auch für Sammler, glaube ich, ganz interessant. Goldene Mondmütze. Denko Sekka ist einfach da drin. Wow. Denko-Säcke. Und natürlich Iron auch. Richtig stark. Das sind, glaube ich, echt auch... Also, ich weiß nicht, ob die alle so gleichmäßig verteilt sind. Oder ob wir jetzt bis jetzt einfach nur Pech hatten, die nicht zu ziehen. Schnellstart. Nutria. Wunderes. Und nochmal die Himmelsjäger-Zauberkarte. Ruhezustandsdrache. Noch Union-Hangar. Das ist echt faszinierend. Wundervoll. So viele coole Karten einfach. Cool, echt. Nochmal Denko Sekka. Auch einfach eine Karte, die ein Format echt geprägt hat. Wunderkontakt. Nicht schlecht. Nochmal der Kaktus Bouncer. Krass. Weiße Aura war auch eben jetzt als Ultra Rare. Aber auf jeden Fall stark. Und der nochmal. Und nochmal ein Schnellstart. Cyber Eltanin. Hier ist einfach so viel drin, ey. Fusionsschicksal einfach auch. Incoming. Cool, okay. Wahnsinn. Ey, also da denke ich auch schon, doch, da sind noch ein paar mehr Sachen drin, die wir noch nicht gezogen haben. Jetzt erst am Ende, so ein Fusionsschicksal. Almirai. Nice. Tachyon Drache. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Raiden ist auch dabei und Solar-Wiederaufladung haben wir auch nicht gezogen bis jetzt. Krass, also ich glaube, die Commons sind halt irgendwie fast schon irgendwie noch interessanter hier in dem Set als die Ultra Rares.
Wow, der Aura Ball jetzt in der Rare sieht auch nochmal geil aus. Und noch eine Juwel. Aber das ist halt jetzt die Terror-Inkarnation. Also mal endlich was Neues. Das, ja, eben, wir haben jetzt auch wieder mal beide in einen Booster gezogen. Nice. Cyberlarve. Einheit lebt. Ist ja auch nicht schlecht. Genau, und Gaia. So, und jetzt öffnen wir einfach mal zum Spaß auch eins dieser roten Packs. Ob das jetzt relevant ist? Also hier steht es auch, ne, man kann eine weitere Chance auf diesen Utopia. Ist das jetzt schon? Ist das das? Ich dachte wirklich so, dass der Rand auch nochmal irgendwie anders ist. Aber I guess not. So, okay. Auch echt mal eine neue Secret Rare. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das nur daran liegt, dass es das rote Display ist oder ob wir bis jetzt nicht so viel Glück hatten. Aber cool. Die Cyber Heap hab hier. Und eben der neue Blackluster Soldier Würfel. Aber sonst alles gleich. Die zwei Booster. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kriegen wir so voll die krassen Sachen. Da ist ein Booster. Ja, sieht bis jetzt noch sehr gleich aus. Okay. Lambda schon wieder. Dann Felis. Ah, mega geil. Einbruchsunterwender. Richtig, richtig gut. Die Kuckenhaus. Noch eine in die Leere. Und noch eine Jubel. Noch eine andere Jubel. Und der weiße Aura-Wahl. Okay. Probenuntersuchung. Wirklich, wirklich gut. Visionsfreisetzung. Vertonrache. Davon haben wir jetzt auch ein Playset. Und. Krass, Kaliber Schwertdrache. What? Okay, Kaliber Schwertdrache. Hätte man sich auch denken können beim Schnellstart, dass der auch drin ist. Aber mega cool. Sunrise. Dann war es schon echt ein gutes Booster, meine Güte. So, der Rest kennen wir schon. Ja, das war's auch schon vom Opening. Es hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Aber ich finde, wow. Also die Pulse sind ja wirklich der Hammer. Also Exitonritter mal wieder zu sehen, fand ich super. Aber natürlich, dass wir tatsächlich den Utopia gezogen haben. Ich bin wirklich gespannt, was noch alles im Set ist. Das werde ich mir bei den anderen YouTubern angucken. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, da frage ich mich so, ja, interessiert dich dieser Reprint des Battle of Legends? Oder denkt ihr so, nee, das ist, hat mich noch nie so wirklich interessiert? Weil ich denke mir halt, das Set hat ja so viel zu bieten. Das ist wirklich nicht nur irgendwie nur Battles of Legends, sondern wirklich, wirklich coole Karten, die auch wirklich spielstark sind. Aber würde mich interessieren, also würdet ihr euch so ein Produkt kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!